Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Pyrostyle HD. Und zwar bevor das eigentliche Video anfängt, haben wir hier ein kleines Gewinnspiel-Unboxing. Und zwar haben wir beim Instagram-Gewinnspiel von dem lieben Pyro Selfmade mitgemacht und auch direkt gewonnen. Da sind ziemlich viele Raritäten enthalten. Und ja, auf jeden Fall Dankeschön an den Pyro Selfmade. Dann packen wir das Ganze mal aus. Haben wir gleich mal eine Rarität hier. Ja, das meiste davon sind Raritäten. Und zwar das Bleigießen von Weco Feuerwerk, noch mit ziemlich alten Warnzeichen. Ziemlich geil. Dann hätten wir hier die Luftheuler von Keller Feuerwerk, auch mit altem Warnzeichen. Mega geil. Dann kommen wir hier zu den Dragon Bangern. Die Bo Peep Firecrackers haben wir hier noch. Geil. Parkett Cracker von Komet Feuerwerk, auch altes Warnzeichen. Dann hier die Corsair gelabelten Mini-Knaller, auch von Weco noch, auch eine geile Rarität. Dann haben wir hier noch Bengal-Lichter, und zwar sind die auch von Weco Feuerwerk, und zwar die alten, das ist Klasse 1. Dann hätten wir hier die China-Böller A von FKW Keller, auch noch mit altem Zeichen, alles dran. Dann haben wir hier die Kevins-Böller von Nico Feuerwerk. Auch die alten, gibt's nicht mehr so, soweit ich weiß. Richtig geil. Dann haben wir hier etwas Größeres, und zwar das Shooting Star von Weco Feuerwerk. Da haben wir noch drei Klabautermänner drin hier. Die sind von Keller Feuerwerk, aktuell, so wie es aussieht, also auf jeden Fall aktuelles Zeichen. Dann haben wir hier Sternschnuppen von Feistel Feuerwerk. Wir hatten auch noch nie was von Feistel Feuerwerk. Echt geil. Da hätten wir noch einmal die Feuerringe von Weco Feuerwerk mit altem Zeichen. Und einmal die Meteorite, auch die alten. Dann haben wir hier alte Silberwirbel von Moog Nico. 6 Stück, 5 Stück sind noch drin. Wurden wahrscheinlich getestet von dem lieben Pyro Selfmade. Aber es macht natürlich nichts aus, die werden wir auch testen. Von FKW Keller haben wir hier die China Böller B. Dann haben wir hier noch die Jaguar Banger von Feistel Feuerwerk. Habe ich noch nie was von gehört, aber geil. Bo Peep Firecrackers haben wir hier auch nochmal. Dann haben wir noch den Flattermann, 6 Stück, ist noch frisch verpackt von Feistel Feuerwerk. Dann haben wir hier die Sonnenkreisel, geil, 12 Stück. Dann haben wir hier noch die Feuerling, die lustige Leuchtfontänen von Feistel Feuerwerk. Haben wir hier einen sehr geilen Artikel, und zwar die Sternenblitzer von Feistel Feuerwerk. Mega geile Rarität. Dann haben wir hier mehrere Packungen Pyrocracker. Einmal hier die Dragon Bangers, Bopi, Black Cat. Also auf jeden Fall haben wir hier ganz viele Pyrocracker. Dann haben wir hier eine Leuchtkugelbatterie, und zwar die Tuckern Taylor, wenn ich es jetzt nicht falsch ausgesprochen habe. Sieht auf jeden Fall auch nach Rarität aus. Feistel Feuerwerk. Geiles Teil. Und dann haben wir hier noch ein paar einzelne Böller. Den hier mit grüner Visco, die anderen mit grauer Lunte noch. 2 Stück mit grauer Lunte. Sehr geil hier. Graue Lunte. Man sehen kann. Werden wir auf jeden Fall alle testen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, kommen wir zum richtigen Video. Let's go. Und Dankeschön an Pyro Selfmade. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Pyro Stylers HD. Und zwar haben wir heute für euch von Leslie die Moskitos. Und zwar so sehen die aus, die sind ziemlich klein, also wenn ihr jetzt hier mal guckt, das ist meine Hand, das hier ist die ganze Packung. Also ich habe mir die echt größer vorgestellt, aber die sollen ja echt mega gut sein. Von dem her testen wir die auf jeden Fall jetzt. In der Packung sind 6 Stück enthalten und diese haben insgesamt gerade mal eine NEC von ca. 9 Gramm. Insofern sind sie relativ klein. Mal schauen, was wir da erwarten können. Und wir sehen uns jetzt gleich draußen wieder. Jo Leute, und zwar sind wir jetzt hier draußen angekommen. Wir haben hier die Moskitos, die wir jetzt hier in der schönen Location zünden werden. Dann haben wir hier das Feuerzeug, das jetzt die Dinger gleich anzünden wird. Let's go! So, und das ist jetzt so ein Moskito. Gibt es gerade mal weiter. Der ist ja ziemlich klein eigentlich. Der geht gerade mal hier von meinem Zeigefinger hier so bis zu dem ersten Daumenring da, Alter.
eigentlich voll klein, aber mal sehen, was die Teile können. Und dann zünden wir direkt mal den ersten. Geil! Das war ein Fail. Der ging ja mal mega ab, da hat man gehört, wie er hinten runtergefallen ist. So, ich habe jetzt gerade noch hier so ein Teil runtergeholt und... Runtergeholt auf jeden Fall, oder? Haben wir halt runtergeholt, so ein Moskito. Jedenfalls, der sieht schon ziemlich zermurkst aus, aber hier sieht man auch diese vielen Schichten. Der besteht aus ziemlich vielen Schichten. Also ist auch ziemlich fest, aber den hat es in der Luft wohl doch zerdrückt. So, und zwar haben wir jetzt hier noch 3 Stück, die in der Packung waren und die zünden wir jetzt gleichzeitig. Alter! Die Teile sind ja mega gefährlich. Jo Leute, das war's im Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Hier könnt ihr abonnieren. Hier oben kommt ihr zu unserem letzten Video. Und dann würde ich sagen, wie immer, bis nächsten Donnerstag. Ciao!